Ja, so ist es. Brian Chambers haben wir auf jeden Fall. Todd Pappy haben wir. Ziemlich coole Leute. Und dann geht's weiter. Du solltest es doch nicht verraten. Verzeihung. War das jetzt ein Spoiler? Naja. Das war kein Spoiler. Das war... Herzlich willkommen zurück auf der Gamescom. Dritter Tag, Freitag. Ein bisschen müde sind wir alle. Und Dosa ist im Hotel geblieben. Der muss jetzt schneiden, um das ganze, den ganzen Salat zu sortieren. Ja. Ziel für heute? Interviews. Das heißt, wir werden gucken, dass wir viele Entwickler kriegen und Infos für euch rausholen. Die kommen dann aber einzeln und wir versuchen, die auch gleich mit einem Voice-Over auszustatten, damit ihr auch alles versteht. Von daher würde ich sagen, let's go! I'm here with Todd Pappy. You're a design director, yeah. The Los Angeles office, right? Frankfurt. Oh, yeah. You. I'm design director for the company, but I'm out of the Frankfurt office. Ah, right. Okay. So, actually, what do you do as a design director? It's basically making sure that the design team is following Chris and Tony's and Aaron's vision. So. Ja. 3, 2, 1. Aus. So, wir haben es jetzt geschafft. Zwei Interviews konnten wir heute ergattern. Sawyer hat da richtig gute Arbeit geleistet. Und wir chillen jetzt hier einfach mal ein bisschen in der Karibik und lassen es uns hier richtig gut gehen. Und ich versuche noch einen Mai Tai zu kriegen. Ist aber schwierig auf der Gamescom, habe ich festgestellt. Stattdessen werden wir noch mal schauen, ob wir das ein oder andere Retro-Game vielleicht mitnehmen. Civilization habe ich mich schon von verabschiedet, weil die Schlangen sind so gigantisch. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Und dann geht es ins Hotel und dann zum CLG-Event. Ja, let's do this! Komm, Gäste, mach noch mal den Gamescom-Gang von letztem Jahr. Das machen wir jetzt noch mal. Wiesen, komm, begleite mich mal. Ja, genau. Du musst ja mit. Sehr schön. Der geht immer noch. Ja. Die alle immer so laufen würden. Super.
der Witz an dem Spiel ist, dass du halt mit bis zu 16 Leuten spielen konntest, was für damals halt total geil war. Und wenn du einen anderen findest, dann musst du ihn halt versuchen abzuschießen. So. Und das letzte Mal hat Beste mich erwischt. Ja, so sieht's aus. So muss man das spielen. Ja, hier. Der kleine Beste, also, der kommt doch mal ganz groß. Welche Farbe bist du, Beste? Gelb. Okay. Und ich krieg dich jetzt gleich nochmal. Nee, nix ist. Ja. Du hast gewonnen. Ja, hier. So sieht's aus. So geht's. Der Bildschreiben gehört dazu auf jeden Fall. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Nein, nein, nein. Das war so geil. Ah, wer hat schon euer Spiel gedrückt? Der schupft. Oh. Nein! Oh. Ja, ja! Ja! Oh. Ja. So. Der ist so umgezieht, der Stick. Nein! Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, ja! Nein! Wieder ja. Nein! Ja. Nein! Er ist durchgeflippt! Nein! Durch deine Verteidigung geflippt! Ja, ja, pass auf! Hey, du fängst einfach an! Ich krieg dich jetzt! Nee. Nein! Nein! Wiesen, du bist links, oder? Blau. Nein, ich bin wieder rein! Ja. Oh, super Spiel! Ich hasse das Spiel jetzt schon. Wie heißt denn das Ding? Das ist wie so ein Pong mit Space Invaders drin. Oder krass Steuerung. Wahnsinnig präzise. Nein, ich bin. Ja, ja. Nein! Nein! Das ist Können, das ist Können. Das ist nur Luck, das ist Luck, das der hat. Ja, das war der Tag jetzt heute bei der Gamescom. Also wir sind heute wirklich jetzt ganz, ganz fertig. Wir haben alles gesehen, alles gemacht, Retro Games gespielt. Das ist wirklich, war wunderbar gewesen. Der Wiesen und ich, wir haben uns ja ordentlich da mal gebettelt. Schaut da mal rein und ja, jetzt geht's gleich weiter, gell? Ja, frisch machen für CIG Event. Mal sehen, was wir da alles erleben. Bis dann, ciao, ciao.